Hi Leute, hier ist mal wieder Gardur. Es gab jetzt eine längere Zeit nichts von mir. Das liegt daran, dass ich erfolgreich eine Grippe hinter mich gebracht habe und jetzt aber wieder rauchen kann. Und mit was fängt der Typ natürlich wieder an? Mit Tangiers. Heute mit dem Tangiers Kakao. Zum Geruch. Ja, man riecht die Grundnote von Tangiers, wie bei jedem Tangiers, und eine sehr herbe Kakaonote. Ich weiß nicht, ob ihr dieses sehr fetthaltige Kakaopulver kennt, dieses ganz herbe, so riecht das Ganze. Also nicht nach Schokolade direkt, auch nicht nach diesem Kava, den man so als Anrührtrink kennt, sondern so richtig nach einem natürlichen, herben Kakao. Mit so einer leicht buttrigen Unternote. Sehr angenehm. Ich mag Kakao bzw. auch sehr, sehr dunkle Schokolade. Und ja, zum Schnitt zeige ich es euch mal hier schnell ganz normal. Tangiers, nicht zu grob, nicht zu fein. Durchwachsen würde ich mal sagen, schwarz, feucht, die Molasse gut aufgenommen. Also der Tabak schwimmt nicht in der Molasse. Ich rauche in meiner Shisham NG mit dem XS-Funnel von Arabica und also mit dem King-Size XS-Funnel, mit dem Ami-Setup, eine Lage Havanna-Alufolie mit großen Löchern. Ihr kennt mein Setup, wenn nicht, schaut euch mein Video zu dem Setup an. Und mittlerweile schon, ich rauche etwas länger, schon drei Viertel Kokocha-Stückchen. Kommen wir auch gleich zum Rauch und zum Geschmack. Der Rauch ist, wie ihr seht, wie bei allen Tangiers-Sorten sehr weiß, sehr dicht, gerade auch mit diesem Setup. Zum Geschmack. Der Geschmack ist genau wie der Geruch. Ein sehr herber Kakaogeschmack, gefällt mir persönlich sehr gut. Hat keine Süße, richtig schön nach dunklem Kakao oder nach dieser ganz dunklen 90%igen Schokolade. Ich weiß jetzt nicht, wie der Hersteller heißt, aber erinnert mich sehr stark daran. Ist für mich ein guter Tabak, kriegt von mir allerdings nur 9 von 10 Punkten, weil er wirklich nicht für jedermann ist. Also man muss schon auf herbe, dunkle Schokolade bzw. Naturkakao stehen. Hat auch so etwas diese cremig buttrige Unternote, wie sie Naturkakao hat. Ja, also von mir eine Kaufempfehlung. Das war es auch schon wieder, ist eine ganze Menge liegen geblieben. Es wird in nächster Zeit wieder mehr von mir geben. Wie gesagt, das war's. Bis dahin, haut rein, euer Gardur.